deutsche Basis erobern. Ziel gesichtet.
Gegner getroffen. Torpedos gesichtet. Unser Team eroberte den Bereich. Thank you.
Gefechtsstation. Thank you.
gegnerische Torpedos gesichtet. Team gewinnt! Flugzeugträger, Kern der Flotte, kann mit seinen Flugzeugen Angriffe über größte Distanzen durchführen. Ausbildung.
Beginnen wir jetzt mit Ihrer Flugzeugträgerausbildung. Tippen Sie auf die Flugzeugschaltfläche, um zur taktischen Ansicht zu wechseln. In dieser Ansicht können wir eine Flugzeugstaffel aussenden. Wechseln Sie die Ansicht, wird automatisch die Position angezeigt, auf die Sie zielen. Schicken wir jetzt die Sturzkampfbomber zum Ziel. Wählen Sie ein Ziel durch Wischen. Ist ein gegnerisches Ziel ausgewählt, nimmt die Bomberstaffel automatisch die Verfolgung auf und greift es an. Wählen Sie die Schiffsattrappe als Ziel. Ziel erfasst. Senden Sie die Staffel aus. Der Bomben kehrt die Staffel zur Neubewaffnung zurück. In einem echten Gefecht sollten Sie das Ziel der Sturzkampfbomber regelmäßig ändern, damit Sie wegfliegen und die Flaks meiden. Probieren wir jetzt Torpedobomber aus. Torpedobomber sind langsamer und weniger gut geschützt. Ihre Torpedos können aber stets das Aus für ein gegnerisches Schiff bedeuten. Torpedobomber brauchen eine Angriffsrichtung und können gegnerische Schiffe nicht automatisch verfolgen. Orten Sie die Position des Ziels. In einem echten Gefecht haben Sie nur begrenzte Zeit, über Abwurfpunkt und Richtung zu entscheiden. Wischen Sie über die Pfeilschaltfläche, um die Abwurfrichtung auszuwählen. Sie haben die richtige Richtung. Tippen Sie jetzt auf die Feuertaste, um den Befehl auszuführen. Anpassen. Üben Sie etwas und versenken Sie die Schiffsattrappe, um Ihre Ausbildung zu beenden. Kapitän, Ihre Trägerausbildung ist abgeschlossen.
gesichtet. Sturzkampfbomberstaffel, starten. Sturzkampfbomberstaffel, fliegen auf! Gegnerische Torpedos gesichtet! Angriff beginnt! Bomberstaffel in der Luft. Unser Team gewinnt. Gesichtet!